Kann man hier auch mal einen reinsetzen? Ja, ne? Genau in dem Moment sind die zu weit nach vorne. Ablenker. Gab's nicht eigentlich Roboter Hangar 2 hier? Könnten wir eigentlich auch mal machen. Da kann ich mehr von den Dingern mitnehmen. Und der sitzt doch, oder? Oh, ja, zu spät. Da kommt wieder ordentlich was reingeflogen. Stand. Okay, das heißt, ich kann mir noch ein paar Reparaturkits holen, die noch verteilen, dass ich ein bisschen Platz habe, Zeit habe. Und dann wäre es geil, sowas zu produzieren, dass das automatisch verteilt wird, dass immer alles da ist, was wir brauchen. Da hätte ich schon Bock drauf. Wo ist mein Auto? Steht das nicht hier irgendwo? Ich suche immer dieses Kackauto. Ne? Ich glaube, ich sollte mir mal zwei bauen. Eins dann immer auf Tasche haben. Danke, danke. Ist aber auch versteckt da, muss man jetzt mal ganz ehrlich zugeben. Ja, war knapp, habe ich was wieder am Pfosten mitgenommen. Brauchen wir noch irgendwas? In die Rohre. Aber 100 da, 100 da rein tun. Ja, tun wir ein paar Materialien da rein. Bin ich jetzt durch den Pfosten durchgefahren? Ja, Autos. Für den Anfang ist es cool, um hier runter und hin und her zu fahren, ne? Muss man sagen. So, aber so ein zweiter John, was kostet der? Da, der braucht auch noch lilane und 10k. Bis ich den habe, dauert es noch ein kleines bisschen. Also nicht wirklich lange jetzt, aber ein kleines bisschen wird es dauern. So, hier sind Dings drin. So, dann tun wir hier 50 von denen rein. 100. 65. So. Dann sind wir hier erstmal safe. Dann machen wir uns den Weg jetzt hier mal frei, dass wir da runterfahren können. Weil ganz ehrlich, das hier brauchen wir doch alles nicht mehr. Ausmachen. Habe ich den angemacht. Haben wir hier noch eine Lagerkiste? Ach, haben wir das sogar schon. So, und dann reißen wir die Seite hier auch an. Also nur aufpassen, dass sie den Strom nicht mit abreißen. Dann geht das Licht aus. Könnte Abrissplan und dann könnte ich einstellen, nur die Dinge abbauen, ne? Guck mal, wie geil das mittlerweile ist. Das gab es früher auch nicht.
Früher musst du dann das so machen, wie ich das jetzt gerade mache. Alles einzeln anklicken. Aber das fällt mir dann auch erst auf, nachdem ich hier schon alles abgerissen habe, ne? Spider besser ist, weil mobiler und vielseitiger einsetzbar. Der ist auch schnell, ne? Der kann auch über so Mauern drüber laufen und sowas, meine ich. Das ist schon cool. Macht vielleicht mal Sinn, das mal zu bauen. Aber 10.000 halt, ne? Das ist eine ordentliche Menge. Du willst ganz über Gleis. Geil, cool, fährt der Zug dann da drunter durch? Mega gut. Mach mir doch noch mehr Bock auf das Ding. Herrlich. Was wollte ich hier? Hier wollte ich auch was reintun. Ich wollte hier auch Rohre auf jeden Fall. Dann brauchen wir hier auch mal von denen ein paar. Rap-Kits. Rap-Kits, Rap-Kits. Wobei die gar nicht so wichtig sind, wenn ich nicht mit der Artillerie schieße. Fuck, was brauchen wir da rein? Mal ein bisschen Artilleriefeuer. Kann man die Base eigentlich auch noch wegmachen hier, ne? Kennst du den Zug, die Big Bertha? So ein YouTube-Video. Morgen bist du dann erfüllt. Ja, nee, ich glaube nicht. So schnell geht das nicht. Da fehlen mir noch ein paar Follows hier. Ich glaube, wenn ich die 50 voll habe, dann mache ich erstmal 24 Stunden Stream oder so als Dankeschön. Dann nehmen wir hier oben die ganze Welt ein. Ein 30 ist eine Menge. Das, ja. Ah, ich freue mich über jeden Einzelnen, definitiv. Was passiert denn hier eigentlich? Hier kommen immer wieder so kleinere Angriffe. Also theoretisch, hier hatte ich doch eben eine Artillerie gebaut, ne? Komm, wir bauen da wieder eine hin. Machen wir unten einen Teilerfließband. Dann kommt da ab und zu mal so ein bisschen Munition hin. Und falls sie sich da ausbreiten, dann kann er das da wenigstens auch so ein bisschen zurückhalten. Dann brauchen wir Beton. Dann brauchen wir Stahlträger und Eisenrädchen. Das sollten die Stahlräder gewesen sein, ne? Und Eisenrädchen. Die haben wir hier liegen. Ah, auf dem Band liegen die. Zack, da haben wir sie auch schon. Eine reicht, oder? Ne, ja. Kommt auf deine Streamzeiten an und was du so zockst. Also meine Streamzeiten sind aktuell so von morgens bis nachmittags. Und zocken sieht man ja, ne?
Ich denke eigentlich größtenteils nur in Factorio. Oh, Artillerie haben wir gebaut. Aber wir brauchen noch ein paar Fließbänder. Moment, nehmen wir die noch mit. Und Factorio ist ja eine kleine Nische. Gibt viele Anhänger, definitiv. Aber verglichen zu anderen Titeln ist das schon, ne? Und ansonsten zocke ich halt noch jegliche Aufbauspiele. Alles, was es so gibt an Aufbauspielen, ist meins. Außer Satisfactory, das mag ich gar nicht. Überhaupt nicht meine Welt. Ist mir auch schon aufgefallen. Das weisen wir auch an. Das hier brauchen wir auch alles nicht mehr, ne? Mit der Arti schon was näher hier. Gottesband da. Kann man eigentlich genau hier auf die Ecke gehen. Hier so. Wie dann für eine Reichweite? Das geht. Könnte besser sein, aber passt. Ja, ich mag das in 3D. Ich mag dieses Aufbauen in 3D irgendwie nicht. Ich verliere mich da zu schnell. Also die Übersicht, das ist mein Problem. Schießt sogar, das heißt. Ja, okay. Wo schießt die hin? Da. Das heißt, es sind keine neuen Nester hier gekommen. Wie fehlen die Angriffe dort? Ja, stimmt. Ja, man hat da sehr, sehr viel seine Ruhe. Das war viel zu ruhig, ja. Nein, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, hier, ich habe hier halt immer den Blick von oben drauf. Ich sehe direkt, wo was wie passiert. Ne, und wenn ich da in einer riesen Welt stehe mit 4-etagigen Geschossen, dann sterbe ich einfach. Was war das denn jetzt? Oh, jetzt sind wir wieder 20 Minuten zurück, ne? Hier ist aber nicht allzu viel passiert. Nee, wiederbeleben mache ich nicht. Das möchte ich nicht.
Ich hatte das hier schon alles abgebaut. Ne? Ja, ich bin bestimmt wieder hier in Gift gestorben. Okay, also wenn ich gestorben bin, muss ich zu meiner Leiche laufen und dann sammle ich da auch alles. Dann sammle ich auch alles auf, was ich verloren habe, ja? Okay, cool, das wusste ich noch nicht. Ich bin nur irgendwann mal gestorben und dann habe ich mir Wiederbeleben geklickt. Und dann wollte ich was einsammeln, bin über so ein Band gelaufen, wollte was einsammeln und habe die Items nicht mehr auf die Hand gekriegt. Und dann dachte ich mir, was ist denn das für ein Bug? Und seitdem habe ich dann immer nur noch geladen. Aber kann gut sein, dass das. Ja, Zeitverlust. Haben wir einen Zeitverlust? Weiß nicht. Wir haben halt nur den Verlust von dem, was wir gerade eben gemacht haben. Was haben wir gemacht? Keine Ahnung. Spaß. Manchmal entwickelt sich auch nach so einem Laden die Spielzeit danach anders. Dann kommen auf einmal andere Ideen. Respawn-Zeit für Leichen ist 5 Minuten. Okay. Ja, das wusste ich noch nicht. Das wusste ich auch nicht, ob das früher so war. Aua. So. Bevor wir jetzt weitermachen, mache ich mir nochmal schnell einen Capybara. Und gehe nochmal für kleine Jungs. Bis sofort.
So, ich bin wieder da. Zack. So. Machen wir nochmal denselben Plan wie eben, würde ich sagen. Data, was? Wie? Fragezeichen ist gleich. Ich was verpasst. Wir wollten hier auf jeden Fall mal was nachlegen. Und dasselbe wollten wir hinten auch machen. Die Ports sind noch nicht miteinander. Ah, ich hätte noch einen Roboport mitnehmen können. Und die hier waren verbunden. Ne? Das heißt, ich schaue das jetzt hier rein. Einmal das. Dann noch ein paar Flammenwerfer von hier von. Mauern habe ich keine mehr, aber Reparaturkits. 100 reicht ja erstmal ein bisschen. So. Jetzt hatten wir zwar eben noch die ganzen Bases alle platt gemacht, aber das lassen wir jetzt erstmal. Sehr schön gefahren. Was ist hier passiert? Jetzt machen wir so und dann sagen wir, wir wollen ignorieren gelbes Fließband und Strommasten. Strommasten, so. Jetzt müsste ich das doch eigentlich einfach so machen können, ne? Ich hab dazugelernt. PHP-Code mit Short Text enabled in the config. Normalerweise wäre das 3-Zeilen-Code. Wie meinst du? Worum geht's? Was? Ich stehe gerade auf dem Schlauch, muss ich ehrlich sagen. Jetzt geht mein Headset auch noch leer. Das heißt, wir bauen jetzt noch das bis da hinten hin, bauen die Artillerie noch auf. Und ich denke mal, dann werde ich was Feuer machen. Wo soll ich die reinhauen? Also. Jetzt habe ich die Artillerie noch nicht gebaut, ne? Aber die sind ja jetzt erstmal hiermit beschäftigt. Thank you.
gar nicht, hätte ich bestimmt, das ist eine. Ach so, okay. Wieder ein Strommast demolieren. Kann auch nicht ohne. Da brauchten wir Beton für, dann hatten wir keinen Stahl. Und Zahnräder brauchen wir. Können wir die bauen? So. Ich nicht so einen tollen Zeitcommand. Das ist anders. Ja, du kannst Ausrufezeichen Commands kannst du machen. Und dann zeigt dir so eine Seite an, was es alles gibt. Follow Age habe ich auf jeden Fall. Aber Streaming-Zeit habe ich auf jeden Fall auch irgendwie. Aber ich weiß nicht, wie der Command. Das muss ich ganz ehrlich zu Gesicht stehen. So, wir hatten gesagt, hier kommt die hin. Könnt ihr das jetzt hier mal schnell abreißen? Dann hatten wir hier noch so einen tollen Flammenwerfer eben gebaut. Auch wieder, weil jetzt gleich wird hier auf jeden Fall wieder mehr kommen. Und Watchtime gibt es auch noch, Ausrufezeichen Watchtime. Jetzt knallen wir noch ein bisschen hier rein. Das hatten wir eben alles schon weg, ne? Die zwei Nester hier hatten wir auch noch weg. Die hatten wir auch ein bisschen reingeballert.